Hey Leute, wir sind wieder eure Pro-Chachos und wir haben uns mal wieder ein Spiel ausgesucht, das wir let's testen, / Trash playen. Und diesmal ist unsere Entscheidung auf War Inc. gefallen. Und zwar hat der Dominik ein bisschen im Steam Store rumgestöbert bei den Free-to-Play-Spielen und hat sich dann für das entschieden. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Für das entschieden? Ja, es. Gab nicht viele zur Auswahl, aber... Doch, eigentlich schon, aber... haben wir das hier jetzt. Wir wollten mal wieder so einen richtig krippligen Shooter spielen. Beziehungsweise ich wollte... Ja. Ich bin Rekrut 4. Klasse, merkt ihr euch? Ich hab die Angriffsklasse genommen. Ich bin Spezialist. Sieht stark aus. Ich hab direkt mal zum Anfang ein paar Informationen. Und zwar, das Spiel hat starke Serverprobleme. Es soll anscheinend Hacker geben. Haben wir noch... sind wir noch nicht, also wir haben uns noch nicht davon überzeugt, weil wir noch in keiner Runde drin waren, dass ihr braucht einen extra Account bei War Inc. Und der letzte Patch vom Spiel war am 26. Juni 2014, das heißt letztes Jahr. Es wird seit einem Jahr nicht mehr unterstützt, was dann wieder auf die Hacker zurückführen lässt, sagt man mal so. Ja, genau. Und der Launcher hat ziemliche Probleme. Ja, aber der Launcher ist richtig kacke. Wenn man das Spiel anmacht und das erste Mal alles installiert, wird man von der Account-Dinger... Also was schön ist, ist, man hat seinen aktuellen Steam-Namen direkt da stehen als Name, als Vorschlag. Kann auch was anderes machen. Man muss keine Mail-Bestätigung machen oder so, deswegen würde ich da eine Fake-E-Mail reinballern, weil jetzt werde ich bestimmt wieder 5 Jahre zugespammt von denen oder so. Dann, als ich den Account erstellt habe, bin ich weitergeleitet worden. Und sollte mich anmelden können, was natürlich nicht ging, denn man muss erstmal ausmachen und dann den ein Jahr alten Patch laden. Anstatt der einfach mit runtergeladen wird. Der hat dann nochmal so 700 MB zu dem Spiel, was 1,8 GB hat oder so. Die Graphics ja, sind aber scheiße. Das Spiel ist viel zu laut, wenn man anfängt, also Und anstatt das Spiel erkennt, wenn... Soll ich das mal... Ich zeig das mal kurz. Ich zeig das mal kurz. So, also das Spiel hört sich ungefähr so an, wenn man reinkommt. So, jetzt alles auf voll, jetzt gibt's die Dröhnung. So, und wenn man im Teamspeak ist, hört man niemanden mehr. Weil das einfach voll auf den Sack geht. Ja. Und vor allen Dingen, anstatt man hier auch irgendwo hindrücken kann, muss man unbedingt den scheiß Regler da nehmen. Das ist so lächerlich. Das ist ja schon wieder gecodet, Junge. Das kann... keine Ahnung, Alter. Aber Vietnamesen können besser coden, Junge. Ja. Auf jeden Fall, was man dazu noch sagen muss, es gibt keine EU-Server. Und einen Shop. Wahrscheinlich alle abgeschalten worden. Bei dem Shop habe ich Angst. Ja, sorry. So, bei dem Shop habe ich schon wieder mega. Also, genau, die Server-Dings, also haben wir gleich Hyping. Wird richtig spaßig. Es gibt Länderpacks, also das ist ja immer nice. Hyping gegen Hacker, das macht jetzt schon Bock. Und jetzt Shop, pass auf. Schnäppchen. Badass Pack, also Masken, nicht schlecht. Brasil Pack, Kanada Pack, USA Pack, gut. Was kostet das denn so? Dauerhaft? 2000. Das ist geht's. 25.675 Ingame Geld. Goldcoins. Ja, hä, nein. Hä? Hä, ist das Rechte jetzt das Dings und ich habe am Anfang 5000 von der Echtgeldwährung? Nein, das Echtgeld ist das GC und... Ja, hä, Junge, das ist doch bestimmt schon wieder 20 Euro für so ein Pack oder so. Locker. Ich weiß den Umrechnungskurs gerade nicht. Ja, warte. Ich habe nicht genug Goldstücke. Scheiße. Du hast nicht genug Goldstücke, geil. Benutzerkonto, Black Ops Creed Key, was ist denn das? Da kann man wahrscheinlich so eine Kiste aufmachen, weil hier gibt's so Loot Crates. Ach, Crate, nicht Creed, ja, gut. Change Gamer Tag. Mystery Banker. Aber man kann sich diese ja, das mit dem Change Gamer Tag ist schon wieder richtig affig, weil man hätte das auch einfach über seinen Dings-Account laufen lassen können, über seinen Steam-Account, ohne sich anzumelden und dann hätte man sich einfach auf Steam umbenannt und fertig. Nein, nein. So, muss ich dafür ganze 5000... Hey, kann ich eigentlich mit meinem WP irgendwas kaufen, oder? Ja, kann man. Übrigens kosten 10.000 solche Goldmünzen 15 Euro. Also, sind es wirklich 20 und drüber 30.
Mehr als 30. Hey, da waren nur 27.000, dann sind das... Ja, 10.000 hey, kosten 15 Euro. Ja, da sind es 30 Euro, 27 oder so. 27 Euro für so ein Scheiß-Pack in so einem Scheiß-Spiel. Junge, was? Ja, lass mal ins Ingame gehen, Alter. Irgendwie USIs. Ja, 3 Minuten Ingame USIs, Junge, das ist wirklich necken. Lass, Alter, gut, dass auf nur 2 Servern irgendjemand drauf ist. Product gehen Placement mache ich gleich noch. Nein. Gehen wir auf Hashtag, Hashtag, wichtig, Hashtag Suha Valley. Aber, ja, man kann sich wieder so Kisten kaufen, das heißt, man kann sich für Echtgeld wahrscheinlich wieder geilere Waffen durch Kisten ziehen oder so. Hey, ist immer so. Hey, wo komme ich denn auf den Server? Spiel starten, ne? Spiele durchsehen? USEast. Ja, und dann einfach. Hey, es gibt eine USEast und Netherlands. Ja, das war's. Oh, leck mich an den Eiern. Bei Netherlands gibt's keine Server. Level Bracket 1 bis 10. Ah. Ehrlich nicht. Also, geh ich jetzt mal anwenden. Hey, lass auf den Level 0 bis 5 Game 4 weg, ja, da, Wegkreuz. Okay, ja. Ich bin drin. Man, Alter, ey, das ist schon mal nicht schlecht. Man, einem wird die Steuerung mal gezeigt. Ja, das ist geil. Da, und sogar relativ cool, finde ich jetzt. Sich. Ach du Scheiße! Sich? Hey, man kommt direkt in-game, Alter. Man hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Man kommt direkt in-game. Oh, 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 oh. Alter. Alter, ich hab gedacht, dass du weg. Alter. Wo bin ich? Alter, Junge. Hey, was für Empfindlichkeit? Ich hab die nicht so hoch. Hey, was. Ja, ist echt so. Hey, ich kann die Empfindlichkeit nicht mehr einstellen. Digga, ich hab meinen ersten Kill. Rückstoß gibt's in diesem. Hey, ich kann die Empfindlichkeit nicht mehr einstellen. Ja. Hey, Junge, es gibt keinen Rückstoß in dem Spiel. Ich bin übel krank. Ich hab schon 2 Kills geholt. Hey, ich bin noch nicht mal losgelaufen, weil ich den Rückstoß des Jahrhunderts hab. Ach, nicht den Rückstoß, Entschuldigung, Hä, hey, das ist voll gut so. Hey, hey, nein, ich muss das an meiner. Ich fühle mich, als würde ich irgendwas durch ein Fischei angucken, Alter. Alter, ich muss die DPI an meiner Maus. Ey, der geht nicht weiter runter. Alter, ey, das ist viel zu schnell. Ich hab das auf 3, irgendwas von 10. Und jetzt guckt euch das mal an und meine Maus ist ganz nach unten gestellt. What the fuck? Ich komm gar nicht klar, ich werde nicht einen Kill holen. Hey, Mann, die Grafik, Junge! Nochmal zur Dings, das ist Ultra! Ja, das ist wirklich. Oh Gott, oh Gott, sind die. Scheiße. Oh, wo ist einer? Alter, der ist durch die Wand geklitscht. Hey, das Ding hat übrigens ausge. Hey, der hat einen Flammenwerfer. Noch 8 Minuten, Junge. Das Ding. Ah ja, hier drin ist jetzt meine Maus, wow. Also schon langsam, ne? Mhm. Alter, ist das schnell. Hey, what the fuck? Hey, wenn du umgebracht wirst, lässt du eine riesige Kiste fallen, die man einsammeln kann. Hey, was ist das für ein Spiel? Ich hab grad noch gelesen, das ist ein super Spiel, aber wurde von den Hackern zerstört. Alter, Jungs, das ist schlechter als COD. Ne, ich will weiterspielen. Zeit bis zur nächsten Runde. Aha. Alles klar, geil. Hey, grad waren das noch 8 Minuten. This key is to read you your ammo from Black Ops Crate. Anscheinend haben wir. Aber bekommt ja auf jeden Fall diese Ingame-Währung. Ziemlich hinterhergeschmissen. Ich habe 2 Kills gemacht, bekomme 416 davon. Ja, toll. Mit der Ingame-Währung habe ich nur gerade noch nichts kaufen können. Ja. Direkt mal in den Kampf eingreifen. Oh. Oh, man kann auch Third Person spielen, wenn man möchte. Wirklich? Ja, Mann. Hey, wo bist denn du, Dude? Hey, am Anfang, wenn man in den Kampf. Wow, in den Kampf eingreifen drückt. Wenn man sich glaub, sieht und dann. Ich glaube, da gibt mehrere Spawns. Und sein Team. What the fuck? Kann man Auto fahren? Alter, ist das. Hä? Hey, toll. Digga, ich bin jetzt im Gegnerteam, ne? Ja. Ich wurde einfach rübergeswitcht. Hallo? Kann man hier kein Auto fahren? Anscheinend nicht. Also, ich hab bei den Screenshots auf Steam gesehen, dass da Panzer waren, aber. Ja, ich sehe da auch einen Buggy mit. Mein Gott! Leute! Ladet euch das nicht runter, das ist Time Waste. Aber von der höchsten. Ich find's eigentlich gar nicht so schlecht bis jetzt. Hey, guck dir das mal an, das ist schlechter als Blackshot. Das ist schlechter. Hey, Digga. Ein Free-Shooter, der scheiße ist, aber. Die Flagge, die buggt da so richtig komisch hoch. Und merkt auch, hört ihr Leute? Ich laufe über Sand. Und es macht klingen, 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 als ob ich über eine Leiter. Wenn du eine Flagge einnimmst, dann ist es keine flüssige Bewegung, sondern die macht immer so Schritte.
Ey, Digga, kommst du da gerade irgendwo? Hier macht, bei mir macht's auch gerade die ganze Zeit kling, kling, kling. Hey, ich laufe über Holz, warum klirrt das so komisch? Ja, ich laufe über Sand. Das hat, das hört sich an, wie wenn du bei bei COD über Dinger läufst. Wie heißt das? Über so Metall Treppen und so. Halt alles. Ja, Digga, man kann ja auf jeden Scheiß hochklettern, ne? Sogar. Na, von welchem Spiel war das nochmal die Dings? Ich meine, ich habe gelesen. Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. The War Z. The War Z, genau. Also, das ist ja jetzt Infestation oder so? Nein, 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 oder? Oder doch? Infestation Survivor Story? Hey, Digga, ich sehe einfach nirgends. Warum kann ich da nicht rüber? Was ist das für. Ja, hey, Junge, der Ansage da ist viel zu leise, Alter. Ja, den kannst du ja lauter stellen. Ich verstehe gar nichts, was er sagt. Wir are losing Charlie. Also, ich verliere Charlie. Hä? Lol. Oh, mittlerweile laufe ich über Steine. Nicht mehr über Kling-Kling. Hä, Digga, bist du gerade irgendwie. Ich bin gerade bei B. Kommst du zu B? Hä, hey, ne, ich bin gerade D am Capture. Alter, bin ich gut. Ich bin D gecaptured jetzt. Oh. Mein Gott, wie es aussieht, Alter. Guck dir die Flagge an. Mann, nee, Alter. Ich höre irgendwo einen Sniper, aber der Scheiße. Also der. Das Spiel ist einfach nicht gut. Ich glaube, das ist das System für ZWZ und wir wissen alle, wie scheiße dieses Spiel war. DayZ ist sogar ein Jahr später rausgekommen, weil die Angst hatten, dass das. Alter! War das? Alles klar. Ich, Alter, ne. Ich hab versucht, aus der Hüfte zu schießen. Ich hab aus der Hüfte geschossen. Und hab dich übelst abpassiert. Alter, man hat links und. Alter, wie schnell die Gesundheit regeneriert. Hab ich dich getroffen? Ich hab nicht mal ansatzweise zu denen geschossen. Alter, ich wurde gerade übel weggesniped. Von Ghost Drakon, der eine Mauser hat. Wir merken uns, Mauser ist ein Repetiergewehr, der schießt so. Ja, ich hab den gerade gehört. Hä, mich wollte gerade einer Trickshotten. Hä, was? Ja, der ist ein 260 von der Leiter. Alter, was ein Headshot. Am wenigsten sterben die Leute hier schnell, wenn man in den Kopf schießt. Aber, nein, also zu The War Z weiß ich noch, das ist so mega behindert gewesen. Da haben die Leute noch gemeint, ja, die Armor Engine, da kannst du ja hacken, wie du willst. Und bei der Engine von War Inc., da kann man nicht hacken und so. Und das haben die sogar selber noch gesagt, die Entwickler. Hey, Junge, das Spiel ist so einfach. Man kann und Junge, hier kann man hart hacken und guckt ihr euch mal die Engine generell an. Guckt euch die Grafik an, guckt euch alles an. Und deswegen, Junge, das ist das schlechteste Spiel. Alter, wer schießt auf mich? Mit The War Z, weil. Was soll die Ecke zum Beispiel? Was ist denn das für ein Campingpoint? Digga. Das geht? Ey, man läuft unter so einem Holzdinger geduckt durch, ne? Dann kann man einen Meter in so einen Eingang rein und dann kann man da hart campen. Man bekommt hier nicht mal angezeigt, wenn man angeschossen wird. Man verliert einfach Leben. Ich hab gerade angezeigt, der hat die angezeigt bekommen. Also ja, der bekommen. Rot, klar, aber. Nein, ich hab auch. Okay, jetzt höre ich sie. Ach, heilige Scheiße. Boah, ist das scheiße. Komm mal wieder rüber. Die switchen dich in das andere Team. Ihr seid zwei mehr. Hä, ehrlich? Ja. Hey, kann man das Team wechseln? Nein. Doch. Alter, drück mal Escape. Man hat so viele Möglichkeiten, was zu machen. Aber man hat eine Map auf M, Junge. Stark. Digga, weißt du, wie schnell man hier die Leute wegknallen kann? Vor allem mit der RPK hier, die ich hier hab. Wow. Hey, du kannst, wenn du stirbst, kannst du doch bei den in den Kampf eingreifen, kannst du auf Team 1 oder 2 gehen. Ehrlich? Oben rechts ja, über okay, der Karte. Jetzt bin ich tot. Jetzt komm ich rüber, chill. Charlie-Punkt wurde erobert. Ja, Mann. Boah, mein Gott, ist das scheiße, Mann! Bist du Team 2? Ich bin Team 1. Alles klar, in den Kampf eingreifen. Ey, ist das kacke, Mann. Ey, man kann hier einfach. Ich glaube, ich hab. Ich seh dich. Was macht der da? Keine Ahnung, der fliegt oder so. Es hat gerade übertrieben geleckt. Lol. Ich glaube, der probiert seinen neuen No-Clip aus, aber der funktioniert nicht so ganz. Hä? Drücke E, um Schlüssel für Geheimoperationen zu benutzen. Mach. Geh ab. Alles klar, die Vorratsaufnahme ist gesperrt. Warum gibt's hier eigentlich einen Punkt A, B, C und Z? Den gibt's. Mein Gott, das Spiel ist so kacke. Ich glaub, schon irgendjemand, Alter. Doch, vorhin habe ich mal einen getötet, jetzt habe ich 0,5.
Hey, gespielte Zeit 0, hat man gesehen. Ich bin da nicht schon seit 10 Minuten in Game. Ach du Kacke! Wie sieht die Pistole aus? Und hä? Das Fahnenkreuz. Junge, Junge, wechsel mal mit Mausrad. Ja. Wie das aussieht. Ja, die switcht einfach so rein. Aber guck dir auch mal die Pistole an dann. Oder? Hä? Alter, ist die fett. Das ist ja eine Desert Eagle für Arme. Das ist die 5-7 oder so, glaube ich. Alter! Ja, Junge, also die Sniper hier sind echt OP. Der hat mich einfach geone-shottet. Der hat nicht mal meinen Kopf getroffen. Mein Gott, ist das ein Kackspiel. Vor allen Dingen, weil ich auch wieder die Todes... Ey, kann man das echt nicht mehr umstellen? Was für beschleunigen? Achso, ich darf meine Empfindlichkeit auch noch beschleunigen. Sind die... Wollen die mich verarschen? Ja, komm, beschleunigen wir unsere Empfindlichkeit mal. Und stellen unsere Maus mal auf die höchste Anzahl an. Ach so? Bin ich jetzt langsamer? Hä, hey, Digga, wo kommt der jetzt her? Alter, der hackt! Alles klar, ich hab den Hacker gefunden. Den ersten Hacker im Game. Milke. Milke? Milke? Milke, der wird nicht mal im Game angezeigt. Der hieß Milke. So, das ist jetzt das Höchste, was ich... Das Höchste, was ich an den Dings gehen kann. Und 3. Der rennt hier, glaube ich, gerade irgendwie durch die Gegend. Alter, der grüne Rauch kommt von mir. Hey, ich hab Raketenwerfer am Start. Sieht das realistisch aus? Nein. Dein Team hat verloren. Und man sieht ja, wie schnell meine Maus ist mit 3. Mein Gott, ich bin Rekrut. Ich bin Rekrut zweiter Klasse jetzt. Yeah. Mann, bin ich krass. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen dich mehr zu dem Spiel zeigen. Abschluss, das ist übertrieben kacke. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das weiter zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Nee, also... Also warte, man kann noch mal ein bisschen durch die Menüs driven, aber ihr habt gesehen, wie kacke das aussieht. Ich weiß nicht, das hat Steam Free Dings, der Bumster hat also als Free Spiel kannst du einfach runterladen. Wie gesagt, man muss sich dann noch mal einen Account erstellen, da kann man, wenn man das Kackding mal anspielen will. Ich habe immer noch gespielte Zeit 0 Minuten, richtig stark. Alter, die holen die Profildaten, krasser Scheiß. Ja, hol die Profildaten, das ist auch richtig stark. MyMerx, Startseite. Wenn man hier in diesem Menü ist, hat man einfach kein Frame-Limit. Ich bin bei 201 Frames. Ja, halt Menü. Ich weiß nicht wo. Clans kann man wohl auch machen. Man gibt eine Bestenliste. Der Beste hat heute 24 Siege und 25 Niederlagen gekriegt. Ist auf jeden Fall legit. Ich oder hä? Ich hab 9 Minuten 27 gespielt. Mal schon, das wissen sie. Das ist oben verrückt, Alter. Warum die Siege und die Niederlagen und dann die Abschüsse? Mann, ist das zu viel verlangt, die Scheiße da reinzuschreiben? Was denn? Geh mal auf die Bestenliste bei Community. Das ist verrückt. Und dann hat er einfach Abschüsse Tode, das ist einfach alles. Weil der erste heute ist einfach schlechter. Lol. Der hat 0,9,8. Der hat der heute 10 Stunden gespielt? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und doch, anscheinend schon. 11 Stunden hat er fast gespielt, ich weiß nicht, aber Phantom X27, Phantom mit PF geschrieben, nicht mit PH. Aber wenn du das Video guckst. Ey, da ist ein W. Das ist doch nicht Vegas, Vegas. Ma, da ist ein Fanboy von Elotrix, der achte. Also das ist locker nicht der Vegas. Ja, ich seh als ob der, als ob der sich das Game drückt, Junge. Und vor allen Dingen hat er in 7, pass auf, der ist zwar Premium-Nutzer, wer kauft sich hier Premium, Junge? Aber, ey, der hat wie viele Spiele gespielt? 15? Ich glaube nicht, dass der in 15 Games 402 Abschüsse gemacht hat. Ja, der hat eine 3er-KD. Ja, aber in 15 Games. Der andere hat sogar nur 17, der hat 14,2 und der spielt eine 5,22 KD in 4 Stunden. Läuft bei ihm. Ein locker Sniper oder so. Ja. Hey, keine Ahnung, Mann. Man hat hier so Dinger, dann hat man so Freunde, aber die kriegt man nicht angezeigt, weil man die erst hinzufügen muss und seine Steam-Freunde nicht immer. Neuigkeiten kommt erst in Kürze. Die letzte News ist von, also die letzte Neuigkeit, blablabla, Dinger da, Nachrichten ist von vor anderthalb Jahren oder zwei oder so. 2013. Also man sieht die hier nicht, aber Dinger, dann hat man hier Clan. Der Nullte, also die Clan-Liste, die Queen Clan Hashtag, Junge.
Hashtag change, Hashtag name your clan, Hashtag name your clan, Hashtag clan tag, Hashtag, 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 you need to be 45 plus level player or pay. Also, merkt euch, man muss ein 20 bezahlen, wenn man nicht Level 45 ist. Immer noch 30 Euro. Natürlich. Ja, 10.000 kosten 15. Ach so, oh Gott. 30 Euro, um Plan zu machen, Alter. Ich würde sagen, an der Stelle, ihr habt's gesehen. Pornografie. An die Leute, das ist auf jeden Fall cool. Der Name ist geil, Pornografie, der ist schon nicht schlecht. 51 Member. Der erste Clan ist der Nullte. Ne, weil jede besteste fängt Platz 0 an. Digga, die haben 9 Member. Der andere Clan hat 500. 220, der Free Agents Bootcamp, ne? Clankriege kann man auch noch nicht machen, aber das Spiel ist auch seit einem Jahr nicht gewatcht worden, heißt wahrscheinlich steht der auch seit einem Jahr in Kürze. Was mich wieder drauf zurückfinden, Dings der Bumster zurückbringt, dass das wahrscheinlich nie kommt. Toll, ja. Trauriges Game. Also, hier nochmal die wunderschönen Einstellungsmöglichkeiten. Yay. Also ihr könnt das Spiel auf Ultra stellen, ändert sich wahrscheinlich nichts an der Auflösung. Also habe ich, aber das war scheiße. Sieht nach wie vor scheiße aus. Was scheiße bleibt. Ja, was scheiße aussieht, bleibt scheiße. Ja, ist echt so. Hier hat man noch schön Dinger. Da hier, jetzt nochmal zu Dings, ihr habt gesehen, wie schnell ich gescoped habe, obwohl meine Maus ganz runtergestellt war und ich auf 3,97 hatte. Stellt euch mal. Aus verlässlichen Quellen sagen lassen. 9,95, wieso geht's nicht bis 10? Minus, ja. Minus 0,0, was? Ich habe mir aus verlässlichen Quellen sagen lassen, dass das Spiel mal was gekostet hat. Oh Gott. Ach ja, klar, das hat was gekostet. Ja. Aber Leute, wer hat sich das denn gekauft? Deswegen gibt es jetzt wahrscheinlich auch die Premium-Kacke, da das noch von den Leuten, die es gekauft haben. Die armen Schweine. Ja. Alles klar. Leute. Ich kack's rein. Sprachen gibt's noch. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch. Das ist irrelevant. Das war's von uns. Ja, muss man. Als Maul jetzt. Ich beende. Tschüss. Ich würde zum Abschluss noch gerne ein paar Sachen vorlesen. Wie gut ich. Ich lese dir vor, ich gehe kurz raus und dann lese ich ein paar Reviews. Okay. Aber ohne Namen, sonst wird's kritisch. Ja, gut, ich habe noch mal einen Negativpunkt gefunden, wenn du das Spiel beendest. Ich bin Level 3. Ess dich einfach auf. Ich bin Level 3, ich habe einen Kill geholt oder so, oder zwei. Okay, gut. Nee, jetzt mal ernsthaft, das kann man als sehr großen Negativpunkt anmachen. Klar. Junge, das Spiel hängt sich auf, wenn du es schließen willst. Und nicht mal der Taskmanager regelt, alles klar. Also, das ist ein klassisches Trash-Play. Ja. Das ist komplett gewastete Zeit und sorry an euch, aber... Boah, irgendwie, so, jetzt hören wir uns mal die Sachen hier an. Moosberg. Also, aber immerhin heißt die M16 M16. Das ist schon mal nicht schlecht. So, die Systemvoraussetzungen, irrelevant, Spiel ist scheiße. So. Hier kommt der erste Mann. Doch, lest die mal vor für die schlechten PC-Leute, vielleicht wollen sie was spielen. PC-Leute. Betriebssystem XP oder höher. Deine Prozessor Intel Core 2 Duo mit 1,8 GHz oder einem vergleichbaren AMD. 2 GB RAM, 2 GB Speicher, also auf der Festplatte. Die Grafikkarte, eine Nvidia 9600 oder eine vergleichbare ATI, 512 MB Grafikspeicher und was auch immer dieses Pixel Shader 2.0 sein soll. Das braucht ihr auf jeden Fall auch. So. Wir haben gesehen, wie schön die Schatten waren in dem Spiel. Kommen wir mal zu hilfreichen Kundenreviews. Beim Kunden. Die können die Leute, die das Spiel haben, gar nicht Kunden nennen, weil es das Spiel nicht mal was kostet. Kunden sind übrigens die FC Bayern-Fans und die Ultras von denen sind Stammkunden. Alles klar. Also, der Boy hier hat das Spiel 18,2 Stunden gespielt. Wie viel hat er gespielt? 18,2 Stunden. 18,2 Stunden, okay. Danke, ihr dämlichen Hacker mit kleinen Schniedels. Ich hoffe, ihr seid froh, dass ihr wieder einmal ein cooles Spiel kaputt gespielt habt. So. Ein cooles Spiel, merkt man. Ich kann direkt mal sagen, das Spiel ist nicht cool. Ich weiß nicht, wie alt die Person ist. So, mögen tausende von Kamelflöhen eure Ärsche heimsuchen.
und möget ihr alle an Fußpilz erkranken. Sag ne? Doch, das hier ist für euch, ihr dann so ein paar Herzen und so ein Mittelfinger. Ja, der Mittelfinger ist aber cool gemacht, muss ich sagen. So, dann das Spiel geht, aber leider machen die Hacker das wieder zunichte. Mittelfinger. Falls ihr mal einen geilen Mittelfinger braucht, such, geht auf der Seite vorbei. Ist auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich habe gerade eine richtig gute und dezente Review gefunden. Echt? Bugs, Haken, Cheat, ja, die kenne ich. Pay to Win, Haken. Achievements für ausgegebenes Geld, Haken. Keine Updates und kein Support, Haken. Dieses Spiel ist ein Verbrechen. Gut, der bringt's auf den Punkt, der Typ. Dann hier nochmal einer, der raushaut, dass die letzten News im Launcher anderthalb Jahre her sind. Und der Software-Release vom Juni letzten Jahres ist. Noch ein paar Engländer, die sich über das Spiel aufregen. Das schlechteste Game der Welt, die Grafik ist Mist. Alles nur Hacker oder Spawncamper und alles nur Pay to Win. Alles klar. Also den muss ich jetzt vorlesen. Der sieht cool aus, ja. Der findet das Spiel gut. 3,2 Stunden insgesamt. My grandfather smoked his whole life. I was about 10 years old when my mother said to him, if you ever want to see your grandchildren graduate, you have to stop immediately. Tears welled up in his eyes when he realized what exactly was at stake. He gave it up immediately. 3 years later, he died of lung cancer. It was really sad and destroyed me. My mother said to me, don't ever smoke. Please don't put your family through what your grandfather put us through. I agreed. At 28, I have never touched a cigarette. I must say I feel a very slight sense of regret for never having done it, because this game gave me cancer anyway. Oh, sauber! Der ist gut dabei, Junge. Ja, also, ganz ehrlich. Ist Reader, aber auch so. Die haben alle recht. Das Spiel ist nicht gut. Das kann man nicht mal schönreden. Sehr ehrlich. Ist einfach schlecht. Schlecht, scheiße, Mist, Müll. Ich überleg schon, der Titel von dem Video wird sein: Let's Test Trashplay, das schlechteste Spiel. Let's Test Welt. Trashplay wird er nie mal heißen, das heißt einfach Trashplay Shit. Shitplay. Unnötig. Let's fuck. Mir ist so langweilig, ich fang schon an zu klatschen. Alles klar. Alles klar. Ja. Dann setzen wir uns jetzt ans nächste Game. Alles klar. Wünscht uns Glück, dass wir noch überleben, aber das Ding. 3-4 Jahre und ich bin an AIDS gestorben, Junge. Okay, also danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertung da lassen wäre schön. Kommentieren, falls ihr irgendwas zu sagen habt. Und abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns. Jo. Von mir dann auch. Ciao und Grüße an Niklas. Ja.